Also spannend ist ja, du kennst sicherlich den ganz, ganz bekannten Satz von Paul Watzlawick. Man kann nicht nicht kommunizieren. Das heißt, auch in dem Moment, wo ich keine Antwort gebe, habe ich ja kommuniziert. Ich habe keine Antwort gegeben und sage damit was aus, auch ohne Worte. Hallo und herzlich willkommen bei Loslassen und gemeinsam wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Mein Name ist Manuela Festl, ich bin Mama, Mutmacherin und vor allem Mentorin für achtsame Kommunikation und gewaltfreie Konfliktlösung mit Kindern. Und genau darum geht es auch hier in diesem Podcast. Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst. Ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen. Hallo meine Liebe, ich freue mich, dass du da bist. Hier wieder in Loslassen und gemeinsam wachsen zu dieser, ja, kleinen, aber feinen Bite-Size-Episode, die ich für dich habe. Eine Mama aus meinem Mentoring-Programm Gemeinsam wachsen hat mir eine Frage gestellt, nämlich eine Situation, wie sie im Buche steht. Was kann ich tun, wenn mein Kind nicht auf meine Frage reagiert? Ha, das kennst du sicherlich auch. Du fragst etwas, dein Kind reagiert nicht und am Ende entsteht irgendwie auf beiden Seiten Wut. Darum geht es heute in dieser Episode. Du darfst gespannt sein. Bleib am besten dran. Die ist ganz kurz und knackig. Und natürlich Fragen stellen, meine Liebe, ist ein Werkzeug, ein Kommunikationswerkzeug, das ich dir sehr gerne mit auf den Weg geben möchte. Denn wenn wir wirklich in Verbindung gehen wollen, dann müssen wir Fragen stellen, um das Innenleben, das Erleben, den Status quo unseres Gegenübers und natürlich auch von uns selbst ermitteln zu können. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, wie das mit diesen Fragen funktioniert, welche Arten von Fragen es gibt, welche Fragen dir helfen, Wut und Streit und Konflikte zu lösen, welche Fragen es gibt, die du dir in Gedanken durchstreichst und am besten nie mehr fragst, weil sie einfach nicht weiterhelfen, welche Fragen Gespräche eröffnen und natürlich, was du tun kannst, um auf Fragen deines Kindes zu reagieren, und zwar adäquat und altersgerecht, dann mag ich dir meinen Vortrag mit der richtigen Frage zur richtigen Zeit, wie du deinem Kind zeigst, dass du dich für es interessierst, total gerne ans Herz legen. Der ist richtig, richtig schön, knackig, mit ganz vielen wertvollen Beispielen aus dem Mama-Alltag, aus Gesprächen, die ich so selbst erlebt habe oder von meinen Klientinnen gehört und ja, mit ihnen bearbeitet und besprochen habe. Da ist so viel mit drin für dich, für deinen Alltag, um durch Kommunikationswerkzeuge wie Fragen stellen eine echte, authentische, würdevolle und respektvolle Beziehung zu deinem Kind aufzubauen. Den Vortrag findest du auf meiner Webseite sprachzeichen.de/mit-kindern. Bindestrich sprechen. Dir wünsche ich jetzt ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Episode und wie du das schon von meinen Q&As gewohnt bist, lese ich erst einmal die Frage vor und dann hörst du meine Antwort, meinen Impuls dazu. Ganz viel Spaß dabei. Deine Tochter, 7, antwortet oder reagiert auf Fragen in letzter Zeit nicht oder kaum. Stelle ich eine Frage, zum Beispiel, möchtest du Soße über die Nudeln, dann schaut sie einfach geradeaus und antwortet nicht. Manchmal kann ich ein leichtes Kopfschütteln oder Nicken erkennen, aber ganz oft bekomme ich keine Reaktion. Nachdem ich dann 3-mal gefragt habe, habe ich ihr die Nudeln einfach so hingestellt. Dann kommt ein Kommentar von ihr, ey Mama, die Soße fehlt. Jetzt habe ich dich 3-mal gefragt und keine Antwort bekommen. Ich kann ja nicht schmecken, dass du Soße möchtest. Sie, doch, habe ich doch gesagt. Sie behauptet dann immer, geantwortet zu haben und wenn ich dann entgegne, dass ich nichts gehört habe und sie bitte, das nächste Mal deutlicher zu antworten, streitet sie alles ab. Wie kann ich in so einer Situation reagieren oder was kann ich sagen? Also spannend ist ja, du kennst sicherlich den ganz, ganz bekannten Satz von Paul Watzlawick.
Man kann nicht nicht kommunizieren. Das heißt, auch in dem Moment, wo ich keine Antwort gebe, habe ich ja kommuniziert. Ich habe keine Antwort gegeben und sage damit was aus, auch ohne Worte. Mal ganz kurz zu dem, was sie da macht. Das hätte mich jetzt spontan noch interessiert. Was macht sie denn gerade? Also ist sie zum Beispiel vertieft in einer Sache? Ich habe an meine Töchter gedacht, die dann manchmal am Tisch sitzen und was malen oder was schreiben oder so und tatsächlich mich nicht wahrnehmen, weil sie in ihrer Sache vertieft sind. Das wäre jetzt so für dich. Also wenn das der Fall wäre, dass dein Kind mit was anderem beschäftigt ist, gehe ich davon aus, dass sie das nicht richtig wahrnimmt, was du sagst. Es hilft dann, und das ist auch schon gleich der nächste Hinweis, es hilft, zu deiner Tochter zu gehen und tatsächlich sie zu berühren. Berühren heißt, ich komme zu dir, ich sehe, du machst gerade was, ich berühre dich einmal am Arm und sage, kann ich dich gerade was fragen? Respektvolle Haltung, ja? Kann ich dich was fragen? Hast du gerade Raum, dass ich dich was fragen kann? Kannst du mir gerade zuhören? Und dann schaut sie auf. In dem Moment hört sie ja schon zu. Sie wird berührt, das heißt, sie wird quasi durch die Berührung, durch die sanfte Berührung rausgenommen aus dem, was sie gerade macht. Schaut dich an und dann kannst du sagen, möchtest du Soße zu deinen Nudeln? Und dann kann sie in dem Moment überlegen, ja oder nein, und dann geht es wieder weiter. Das wäre eine Möglichkeit, diese Situation zukünftig neu zu probieren, indem du tatsächlich zu ihr hingehst. Also weg von, was willst du für eine Soße? Ganz ehrlich, das mache ich ja auch. Ja, ich schreie auch zu meinen Kindern rüber und sage, Essen gibt's. Das ist einfach so, ne, das ist so einfach mit der Lautstärke und einfach zu rufen. Und wenn wir dann eh 1000 Sachen machen und hier da kocht's und da blubbert's und so und dann noch hinlaufen. Nichtsdestotrotz, es ist eine Lösung, weil wir nämlich dadurch in Kontakt kommen, eben auch durch die Berührung in Kontakt kommen. Und dann viel schneller zu unserer Antwort kommen. Ein anderer Punkt, den ich dich fragen möchte, ist, dich nervt's, ne? Dich nervt's. Es nervt mich, ist immer ein Hinweis für die Wut, für den Frust, für das unerfüllte Bedürfnis in uns drin. Deswegen für dich, wie hättest du es denn gern? Wie wünschst du es dir? Was hättest du in dem Moment gebraucht? Ich bin mir ganz sicher, dass es der Standard ist, nämlich wir wünschen uns Leichtigkeit. Ich rufe rüber, bekomme eine Antwort und dann kann es weitergehen. Dann kann ich nämlich all diesen vielen großen Berg, der ja auf mir lastet, weiter abarbeiten. Wenn das der Fall ist, dann gehe da mit dir in Kontakt und sag, okay, so hat es gerade nicht funktioniert, denn meine Tochter, die malt gerade intensiv oder sie ist gerade in Gedanken. Zu dem Thema, doch, das habe ich doch gesagt, mag ich dir noch was mitgeben? Ich kenne das auch. Tatsächlich ist es so, dass ja bei dir vielleicht die Wut kommt in Form von, sie lügt mich an oder sie spielt oder sie verarscht mich. Also wenn all diese Gedanken da hochploppen, von denen ich schwer davon ausgehe, dass sie irgendwie präsent sind, ja, was wäre, wenn du diesen Gedanken nicht denkst und stattdessen dir überlegst, dass sie dir vielleicht wirklich geantwortet hat, und zwar in ihrem Kopf? Denn genau das passiert ganz oft bei den Kleineren vor allem, und es kann ja sein, dass es bei ihr einfach auch noch präsent ist, dass die Kinder manchmal im Kopf antworten, dass die nicht laut mit Sprache antworten, sondern einfach im Kopf antworten. Und dann hat sie sehr wohl geantwortet, aber eben nicht laut für dich hörbar. Und wenn du das annimmst, wenn du das suggerierst, dann kannst du auch wieder mitfühlend mit ihr sein und sagen, doch, du hast, also wenn sie sagt, doch, habe ich doch gesagt, statt mit Trotz zu reagieren und sagen, hast du nicht, könnte ich sagen, Mensch, vielleicht hast du so leise gesagt oder im Kopf gesagt, dass ich es nicht gehört habe. Dann kann ich wieder eine Bitte formulieren und kann sagen, kannst du das nächste Mal lauter sprechen, dass ich dich auch gut hören kann, weil es mir wichtig ist, dich zu hören. Das macht es so viel einfacher. Und dann gucken, wie sie darauf reagiert. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Wenn auch du mal eine Frage stellen möchtest, dann komm am besten auf meine Warteliste von Gemeinsam wachsen, meinem 12-wöchigen Mentoring-Programm von der Wut zu Respekt und liebevollen Eltern-Kind-Kommunikation. Das findest du unter sprachzeichen.de/gemeinsam-wachsen-warteliste. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Kommentar und natürlich, wenn du die Folge bei deinen Freunden und Freundinnen teilst und meinen Podcast abonnierst. Jetzt wünsche ich dir aber alles Gute. Wir hören uns sicherlich bald. Viele liebe Grüße. Ciao, ciao.